Hallo aus Teneriffa. Ich bin hierher gekommen zum Coworking. Das heißt, einfach raus aus den eigenen Büros oder aus dem Homeoffice, je nachdem, wo man arbeitet. Und mal wo ganz anders hin, wo man mit Fremden sich dann quasi ein Büro teilt und jeder eigentlich für sich arbeitet, aber man logischerweise dann trotzdem Kontakt zueinander aufbaut, wie intensiv, das liegt ja dann bei jedem selbst. Wir beispielsweise, also ist noch eine Bekannte mitgekommen, die auch bei einer IT-Firma arbeitet. Wir versuchen da schon Anschluss zu finden und auch mit den Leuten was zu machen. Und wie bin ich auf Teneriffa gekommen? Ja, ganz einfach. Also ich wollte etwas, wo der Zeitunterschied nicht so groß ist, damit ich eben noch mit den Kollegen aus Deutschland gut kommunizieren kann. Dann wollte ich nicht 11-12 Stunden fliegen. Falls zu Hause irgendwas ist, wo ich eben kurzfristig zurück muss, also jetzt eher aus privaten Gründen. Und mir war noch wichtig, dass es nicht zu heiß ist, also so ab 35, 40 Grad macht dann das Arbeiten auch keinen Spaß mehr, obwohl ich jemand bin, der eigentlich Wärme mag, aber so zu heiß ist eben auch nicht gut und unter Klimaanlage möchte ich mich jetzt auch nicht den ganzen Tag setzen. Ja, und da deshalb kam es zu den Kanaren, oder fiel die Entscheidung für die Kanaren, und wir haben uns hier für 200 Euro im Monat, also pro Person 200 Euro im Monat, Büros gebucht. Das werde ich verlinken. Blog-Eintrag gibt es auch schon, den man nochmal das Ganze nachlesen kann. Und ja, da zu diesen Büros bin ich jetzt gerade unterwegs. Dann habe ich hier ein Airbnb-Apartment gebucht. Die Flüge hierher haben gekostet so 180 Euro und zahlt im Schnitt zwischen 150 und 200 Euro. Das ist das, was ich jetzt auch von den Kollegen in den Büros gehört habe, die auch zum Teil aus Europa kommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt Ganze hier entwickelt. Es wird bestimmt eine interessante Erfahrung. Dazu gibt es auch schon einen Artikel in der .NET Pro vom Ralf Westphal. Der war auf Fuerteventura, da werde ich später nochmal drauf eingehen, auf wie meine Erfahrung jetzt war, quasi das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Generell kann ich schon mal sagen, das Internet hier ist sehr gut. Also in den Büros wahnsinnig gut und zu Hause ist es eigentlich so, ja, jetzt mal gesagt, so mittelmäßig. Reicht zum Arbeiten großteils. Das Wetter ist heute nicht so prickelnd, hat aber trotzdem 22 Grad. Also ich bin hier in kurzen Klamotten unterwegs. Heute Morgen hat es mal ein kleines bisschen genieselt. Ja, für den März ist es ja hier trotzdem ganz okay. Wenn ich überlege, welches Wetter wir zu Hause hatten, als ich los bin. Das war auch ein wichtiger Grund für mich, einfach mal raus aus dem kalten Wetter, weil ich das eben nicht so mag und weil es mir auch ein bisschen so dann auf die Stimmung schlägt, wenn ich im Dunkeln raus muss und immer kalt und nie ohne Jacke raus und so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und generell möchte ich mir das auch noch anschauen, ob wir hierher dann nächstes Jahr mit einem kompletten Team einen Ausflug machen und dann zusammen eben hier arbeiten, zum Beispiel auch Social Media Inhalte generieren, Fachartikel schreiben, Schulungen ausarbeiten. Dazu kann man ja problemlos mal hierher kommen, wenn man jetzt eben zu keinem Kunden muss. Ja, so viel von hier. Ich werde noch sehr viel dazu bloggen und Videos machen und ich hoffe, ihr habt dann Spaß damit und gebt mir gerne Feedback. Tschüss!